Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Ja, das ist das neue Tierzimmer. So sieht's aus, wenn es ausgeräumt ist, beziehungsweise schon verwendet wurde, deswegen ziemlich dreckig. Als erstes wird zusammengekehrt, dann kommt eine Ladung Essigwasser, 50-50 gemischt, also Essig und Wasser. Das Ganze lasse ich dann ungefähr eine Viertelstunde einwirken. Und das Zimmer wird dann ausgespritzt mit einem Wasserschlauch. In der Mitte des Raumes habe ich einen Abzug. Das heißt, da kann das Wasser abrinnen. Das ist sehr praktisch. Das Ganze sieht dann so aus. Ist immer noch ziemlich dreckig, aber es ist schon besser als vorher auf jeden Fall. Dann habe ich mir so eine Bürste zugelegt, wo unten Wasser rauskommt. Das ist sehr praktisch. Ich habe übrigens von diesen Firmen keine Produkte geschenkt bekommen. Das habe ich alles selbst beim Obi gekauft mit meinem eigenen Geld. Also keine Produktplatzierung. Nach dem Schrubben sieht das ganze Zimmer auch schon wieder ein Stückchen besser aus. Zwar immer noch nicht perfekt, aber etwas besser. Dann kommt die Spachtel zum Einsatz. Wenn es noch mehr verdreckt ist, was mit dem Schrubber nicht weggegangen ist, gibt es dann noch eine Drahtbürste. Die habe ich dieses Mal nicht gebraucht. Der Dreck, der da ist, der geht nicht mehr weg, auch nicht mit Drahtbürste leider. Das Zimmer wird demnächst verfliest, aber dafür brauchen wir Geld. Also falls ihr 1 oder 2 Euro übrig habt, es gibt ein Unterstützungskonto, der Link ist in der, also die Daten sind in der Videobeschreibung, andere Links sind auch in der Videobeschreibung, nur so nebenbei, also ihr könnt gerne mal reinschauen. Ja, dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt werden nur noch die restlichen Bämmeln in Richtung Abfluss gespritzt. Um das Zimmer schneller trocken zu bekommen, wird das Ganze noch abgezogen mit einem Abzieher und zum Schluss noch aufgewaschen, also aufgewaschen nicht, aber mit einem Tuch trocken gewischt mit einem Wischer. Und im Idealfall kann man dann nach einer halben Stunde das Zimmer schon einräumen und die Tierchens können wieder herumlaufen. Der Grund, warum ich einen neuen Boden brauche, ist offensichtlich, und zwar ist dieser für Garagen geeignete Boden nicht wasserdicht. Überall da, wo es recht feucht wird, die Stelle, wo sie hinpinkeln und eben bei der Wasserschüssel, lösen sich langsam ab. Dann auch noch eine ganz wichtige Sache, die man entweder nachher oder während des Ausmistens machen kann, ist die Wäsche zu waschen. Ich wasche die Wäsche der Tiere immer mit 40 Grad, auch wenn 30 draufsteht bei den Sachen, aber sie halten alle 40 auch aus. Beim Aufhängen entferne ich auch gleich die Haare, die vorher nicht weggegangen sind. Vor allen Dingen Mr. Hoppel haart ziemlich aus Angora-Mix-Kaninchen. Ja, das ist das neue Tierzimmer. Den Tierchens gefällt's. Mir gefällt es, sobald ein Fliesenboden drin ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.